kommen zurück, Fragen über Fragen. Wer ist gut? Wer ist böse? Befreien wir die Magierin? Helfen wir unserem Auftraggeber? Lebt unser Praktikant noch? Ich weiß nichts davon. Da ich diesen Saulappen hier aber schon das ganze Spiel lang nicht leiden kann und ich glaube, dass der total falsch ist, werde ich jetzt die halbnackte Hexe, von der ich auch glaube, dass sie so ein bisschen falsch ist, befreien. Magierin, Entschuldigung. Ich war nie dafür, Menschen einfach wie Tiere in einem Käfig sterben zu lassen. Egal, was sie getan haben. Diese Frau sieht nicht wie ein Todwandler aus. Das reicht mir. Wir bringen sie zurück nach Valvenor und du kannst dort deine Geschichten erzählen. Ah, oh, da hinten stand der Praktikant, der lebt noch. Komm mir nicht zu nahe, dummes Mädchen. Du Sack. Boah, wollt ihr seine eigene Tochter abstechen? Nein, Narren! Lasst sie in dem Loch! Heißes Outfit. Nun trifft deine Ewigkeit. Was machst du mit ihm? Lass ihn los! Tja, sie rächt sich gut, für die Gefangenschaft. Du kannst den haben. Ich bin fertig. Vater? Ist gut. Vater! Oh nein! Nein! Das kann nicht sein! Du wirst dir wünschen, du wärst in dem Loch verreckt, du krankes Miststück. Ach, was? Warte! Warte! Wenn ich sterbe, will ich vorher wissen, wer du bist. Vulcain bin ich. Zusammen mit meinem Superdämon. Feuerwerker der freien Klingen. Mein Name ist Vulcain, Sprengmeister der freien Klingen. Und der Mann, dessen Tod dein Verhängnis sein wird, war unser... Das war nicht meine Frage. Wer steht vor mir? Bist du dumm oder nur blind? Was? Wie wäre es mit der Söldner, der dich bei deiner Schlangenzunge packt und in das dunkelste Loch wirft, das er findet? Ich sehe nur, dass du dumm bist. Unfähig, hinter die Fassade der roten Weißen zu blicken und ihre wahre Natur zu erkennen. Nun, ich kann deine Fassade durchdringen. An mehreren Stellen. Mit Leichtigkeit. Gib an, wenn du willst. Kleines Lamm, das darauf besteht, dass seine Auftraggeber nur Gelehrte sind. Neugierig und harmlos. Siehst du nicht mehr? Rote Weißen, dunkle Eisfürsten, sie sind alle aus einem Guss und wollen das Gleiche. Die einen sind bloß erfolgreicher in ihrem Vorhaben als die anderen. Klingt plausibel. Eolas dachte, ich kenne das Geheimnis, wie er den dunklen Eisfürsten gleichgestellt sein kann. Darum hat er mich verhört. Das ist Blödsinn! Du bist ein Monster! Eine Lügnerin! Mein Vater war nicht so. Lügnerin! Mörderin! Dafür wirst du bezahlen! Sibyl! Warte! Mist! Mist! Randval, kannst du das Mädchen suchen und sie zurück ins Dorf bringen? Der Ritter wird nun gehen, um sie zu suchen. Danke! Lauf, Praki, lauf! Hexe! Du solltest dich benehmen, wenn du nicht weiter in dem Loch verrotten willst. Ich bin noch lange nicht fertig mit dir. Ich habe Fragen. Viele Fragen. Und du solltest dafür sorgen, dass mir die Antworten gefallen. So sei es. Dann werde ich dir genau das erzählen, was du hören willst. Das tun doch irgendwie alle hier. Du warst im Vorteil. Warum hast du den Anführer der Roten Weisen getötet? Ich musste unbedingt meine Kraft erneuern, also habe ich seine genommen. Ich werde etwas mörderisch, wenn ich hungrig bin. Oder wenn ich zu lange in einem Loch gefangen bin, ohne ordentliche Toilette. Ja, das kann ich verstehen. Dein Freund war kein Held. Sein Ziel war es, die gleichen uralten Rituale durchzuführen, die es mächtigen Magiern erlaubte, zu den dunklen Eisfürsten zu werden, die wir nun bekämpfen. Er war nicht mein Freund, sondern mein Auftraggeber. Ein sehr einflussreicher. Du hättest ihn schonen können, trotz deiner Version der Umstände. Doch da du ihn getötet hast, werden sie dir nicht zuhören. Er war ein hinterlistiger und manipulativer Mann. Niemand hätte auf mich gehört. Also erlaubte ich mir, ihn daran zu hindern, noch mehr Schaden anzurichten. Das Weltherz hat nur unter diesen Magiern gelitten. Ich bin über diesen Tod erfreut.
Wir brauchen mehr davon. Ich liebe meinen Dämon. Sagen wir, dass ich deine Gründe verstehe. Aber es war eine verwerfliche Tat, die uns in eine ziemlich unangenehme Situation gebracht hat. Wir müssen die Karten in Valvenor richtig ausspielen. Wir versuchen, mit dem Verwalter zu sprechen. Oder die roten Weisen lynchen dich, ohne mit der Wimper zu zucken. Wir? Heißt das, dass du mir helfen willst, edler Söldner? Jemand muss sich darum kümmern. Es scheint, dass du Freude daran hast, dich mit Ärger zu umgeben. Stimmt, ich hasse es, mir ein wenig Vergnügen zu verbieten. Aber ich habe keine Angst vor Konsequenzen. Die Tochter von Eolas hat alles gesehen. Sie ist jung und wird alles bestätigen, was hier passiert ist. Du musst deine Vorzeigegefangene nur zum Verwalter bringen. Die Roten Weisen haben an einem alten Tempel ein Ritual vollzogen. Sagt dir das irgendwas? Jetzt wird's spannend. Das ist der Grund, weshalb er verschwunden ist. Das Ritual sollte die Macht von Eolas stärken. Hätte es funktioniert, wäre er zu einem wahren Magier aufgestiegen. Der erste Schritt zum dunklen Eisfürst. Da es leicht war, ihn zu töten, vermute ich, das Ritual war ein Misserfolg. Naja. Zumindest teilweise. Ja, teilweise passt. Sagen wir, dass das Ergebnis nicht seinen Vorstellungen entsprach. Aber etwas ist definitiv passiert. Es gab einen Lichtblitz oder eine Flamme. Und dieses Ding gelangte in meinen Kopf. Ein Ding? Welches Ding? Eine Art Parasit. Die Roten Weisen sagten, es wäre ein Dämon. Weder noch, unverschämter Bengel. Ich gebe dir Feuer. Ich gebe dir die Herzwelt. Ich gebe dir Macht und du? Mich mit deiner Undankbarkeit und deinem schwachen Körper zurückhalten, nennst mich einen Parasiten? Bist du noch da? Hm? Oh ja. Ich muss wohl noch erwähnen, dass er recht sensibel ist. Ich muss zugeben, dass ich so etwas noch nie gehört habe. Es ist in jedem Fall beunruhigend. Das Ergebnis ist, dass ich mich manchmal wundere, wer ich bin. Was ich bin. Zumindest, wenn wir nicht streiten. Oder er nicht die Kontrolle übernimmt, ohne vorher zu fragen. Andererseits... Das ist faszinierend. Wir sollten uns darüber genauer unterhalten, wenn wir die Chance haben. Soll heißen, dass wir damit definitiv experimentieren müssen. Na, das klingt wir können vielleicht viel von diesem Dämon lernen. Wir werden sehen. Im Moment haben wir wichtigere Probleme. Hast du außer Eolas noch andere der Roten Weisen gesehen? Ich wurde betäubt, bevor sie mich herbrachten. Eolas ist der einzige Weise, der während meiner Gefangenschaft zu mir kam. Aber seine rechte Hand muss davon wissen. Obwohl ich nicht sagen kann, wie sehr Eolas seine Anhänger manipuliert hat. Wenn sie alle so naiv sind wie seine Tochter, muss die Verlockung stark gewesen sein. Meine Worte, ja. Gut. Lass uns in Valvenor weiterreden. Wir sollten zurückkehren, bevor sich eine Truppe auf die Suche nach uns macht. Ja, lange Prologe. Jetzt geht's mal ein bisschen wieder hier weiter. Gut, wir sind eine Stufe gestiegen. Das ist ja schon mal sehr vielversprechend. Gucken wir gleich, ob wir uns das zum Nutzen machen können. Ich hatte ja doch was gesehen. Bestätigen. Jetzt sollten diese Wächterflammen ja eventuell auch angreifen. Was haben wir hier noch zur Auswahl? Haben wir dann schon da? Ach nein, weil wir nicht genug Punkte haben. Okay. Alles klar. Schnell einmal den kurzen Rundumblick, ob wir hier was Gutes finden. Sind wir denn überhaupt? Oh, wir müssen ja anscheinend nicht sehr weit. Mal hoch da. Ja, noch ein kleines Schätzchen für uns. Okay. Na gut, jetzt haben wir die Ruinen verlassen, gehen nochmal wieder in den Sumpf. Warum nicht?
Wunderbar. Vielleicht werden wir jetzt auch gleich noch feststellen, was die Route so kann. Gegner gibt es in diesem Sumpf mehr als genug. Bin ja gespannt, wie wir uns da gleich rausreden. Wir haben unseren Auftraggeber getötet. Das wird natürlich dem Hauptmann bestimmt nicht gefallen. Und dass wir, naja, einen helfenden Heiler für das Dorf ja, sterben lassen haben, wird natürlich auch wahrscheinlich dem Verwalter nicht gefallen. Wir haben hier, glaube ich, uns keine Freude gemacht. Mal ganz abgesehen von der kleinen Bill oder wie sie hieß, der kleinen Magierin. Oh, ohne Kampf ins Dorf gelangt. Naja, gut, sei es drum. Ach, der Bestie kann ich auch eine kleine Kampfpause gebrauchen und wer weiß, was uns jetzt hier erwartet. Man wird ziemlich wütend sein, aber ich muss zu ihm. Nun, zuerst sollten wir zu dem Verwalter, bevor sie einen Scheiterhaufen für mich errichten. Ich meine, wenn es dir recht ist, Vulkan. Wahrscheinlich wird es in ein Verhör ausarten. Versuche es nicht noch schlimmer für dich zu machen. Für den Anfang töte niemanden. Insbesondere, wenn er rot trägt. Das erscheint mir im Moment plausibel. Oh Mann, was habe ich mir dafür eine tickende Zeitbombe ans Bein gebunden? Viel schlimmer können wir es ja eigentlich nicht mehr machen, wenn die nicht gleich hier die ganze Stadt abfackelt. Okay. Bevor wir zu dem Verwalter gehen, will ich jetzt einmal nach einer Rüstung gucken. Was ist dein Begehr? Ja, was wohl? Zeig mir deine Ware. Okay. Rüstung fand ich ja sehr interessant. Gut, inzwischen haben wir ein bisschen Geld. Ob der Charakter nun optisch unbedingt einen Helm braucht, ist eine Sache, aber da wir da noch nichts tragen, kaufe ich den jetzt mal. Wunderbar. Den haben wir schon mal. Sind die Waren günstiger geworden? Oder war ich vorhin nur auf den großen Sachen? Okay, kaufen wir noch ein paar schicke Stiefel dazu. So viel wie wir hier rumlatschen, ist das vielleicht besser. Nicht. Machen wir uns mal ein bisschen schick. Oh nein, das gibt's ja gar nicht. Aber wir können auch bestimmt was verkaufen von den Sachen. Gehen wir gerade erst einmal raus und kleiden uns hier schnell mal an. Das sieht gut aus. Zack. Ah, Handschuhe hat die noch nicht. Ja, schön. Wir finden uns noch die Handschuhe. Können wir gleich nochmal. Aha, wir haben neue Klingen bekommen. Denen irgendwas besser. Auf jeden Fall sehen sie cool aus. Wir nehmen sie erstmal. 2 Punkte haben wir. Hatte ich nicht irgendwas Schönes gesehen, was ich haben wollte? Das finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Haudegen. Das haben wir mit zweihändigen Schwertern umgehen. Assassine, Armbrustschütze. Dass wir mit Fallen umgehen. Fallenschaden wird erhöht, ja. Das hat mir eben auch nicht so geholfen. Ich nehme erstmal den Haudegen. Jawohl. So, wir haben die neuen Sachen angelegt und versuchen jetzt mal schnell die alten Sachen zu verticken. Ach, du bist zurückgekommen. Ja. Was ist dein Begehr? Zeig mir deine Ware. Ja, doch schon ein bisschen impulsanter aus. So, gucken wir mal. Können wir ja eigentlich den Söldnerkram jetzt verkaufen. Kaufen. Dann auch schon mal weg. Viel fehlte uns ja nicht. Ah, Helm haben wir ja nur einen. Was ist denn eigentlich mit diesen ganzen Waffen, die wir mit uns rumtragen? Oh, die ist doch auch neu. 15. Die behalten wir auf jeden Fall. Die tragen wir im Moment. So, machen wir hier mal ein bisschen Platz in der Tasche. Das Ding fand ich eh hässlich. Okay. Ja, für Waffen wird es gleich nicht mehr reichen. Wenn ich die Handschuhe jetzt kaufe, aber ich will die Handschuhe. Wunderbar. 100 haben wir noch, dafür kriegen wir nicht mehr viel. Da sind noch Komponenten, die interessant sind. Nicht wirklich. Okay, schnell noch anziehen. Dann können wir... Welche trage ich denn im Moment?
was ist denn hier noch? Optik nur oder bringt das auch irgendwas? Ah, Knauf. Interessant. Können also an den Waffen auch noch Sachen ändern. Schön, schön. Damit werden wir uns auch noch mal beschäftigen, aber nicht jetzt. Imperiale Klinge. Ja, da bitte ich doch drum. Legen wir noch die Handschuhe an. Okay. Ja, das macht doch schon mal einen ganz netten Eindruck. Puh, sieht ja auf einmal breit aus. Ja, dann drückt mir mal die Daumen. Ich würde lieber hier bleiben, wenn du erlaubst. Na? Warum? Du willst mir doch nicht davonrennen, oder? Mir gefällt der Gedanke nicht, wieder von den Roten Weisen eingelocht zu werden. Es könnte mir meine berühmte Zurückhaltung rauben. Oh ja, ganz berühmt deine Zurückhaltung. Und ich bin sicher, dass du nicht einen weiteren deiner wertvollen Auftraggeber vom Boden kratzen willst. Stimmt. Ich bevorzuge sie in einem Stück. Gut, okay. Du kannst hierbleiben. Aber wenn du auf den Gedanken kommst, wegzulaufen, werde ich dich finden und das würdest du nicht wollen. Ich zittere. Aber ja, ich warte hier. Oh Gott, die Frau führt doch auch nichts Gutes im Schilde. Aber was sollen wir machen? Sie ist halbnackt und läuft uns hinterher. Können sie ja nicht wegscheuchen. Mal gucken, was das jetzt gibt. Bestimmt einen drüber. Hast du die berühmte Bestie gefunden? Gefunden und getötet. Aber erwarte nicht sein Fell für den nächsten Winter, da ich es nicht mitgebracht habe. Tolle Neuigkeiten. Ich wusste, dass das Dorf auf dich zählen konnte. Nicht wirklich toll. Eolas ist tot. Tot? Aber nein, das ist nicht möglich. Doch, ist es. Bist du sicher? Ja, bin ich. Wenn es sich nicht bewegt, es nicht atmet und es dich dümmer anstarrt als ein Bohnenverkäufer, bedeutet das in der Regel, dass es tot ist, ja. Ich verlange mehr Respekt. Die Roten Weisen sind uns eine große Hilfe. Eolas war sehr nützlich, ein guter Mann. Ein Arschloch. Und er stand unter deinem Schutz. Stimmt ja gar nicht. Der ist ganz allein in den Wald gerannt. Da kann ich doch nichts für. Du machst Witze. Dein guter Mann hatte ein paar Leichen im Keller. Er hat die Sumpfbestie kontrolliert, um Leute fernzuhalten. Er hat euch alle zum Narren gehalten. Eolas war sogar bereit, seine einzige Tochter zu töten, um seine Geheimnisse zu wahren. Was für ein Unfug ist das? Wie kannst du solch unglaubliche Anschuldigungen machen? Ist er durch dich gestorben? Leider nicht. Er kam ganz alleine an den Ort, an dem ich mit der Bestie kämpfte. Kein Führer, keine Eskorte. Er kannte den Weg. Und nachdem er Sibyl hinterherkam, versuchte er, seine Gefangene zu töten, um sie zum Schweigen zu bringen. Es gab einen Kampf und er hat nicht überlebt. Welch? Ich bin unschuldig. Ich weiß nicht. Was weißt du über die Gefangene? Wenn Eolas sie gefangen hielt, muss sie gefährlich gewesen sein. Sie scheint verdächtig. Nein. Ich weiß nicht viel. Edwin redet nicht viel. Dann musst du es herausfinden. Solange ist sie in deiner Verantwortung. Na klar, jetzt habe ich den Praktikanten an die roten Weisen übergeben. Hexe an den Beine. Nach dem, was du mir erzählt hast, bin ich nicht mehr sicher. Sie wird fair befragt werden. Bis dahin weicht sie nicht von deiner Seite. Wenn es auch nur das kleinste Problem gibt, bist du verantwortlich. Und hier gibt es kein Gefängnis. Solltest du das nicht bemerkt haben. Na, super. Okay. Klingt fair für mich. Was du auch immer von Eolas gehalten hast, sein Tod ist ein großer Verlust für Valvenor. Er sollte sich einer äußerst unangenehmen Sache annehmen. Die ich jetzt abkriege. Los! Ich weiß, wo das hinführt. Was soll ich tun? Es gibt keine Garantie, dass du der Sache gewachsen bist, Freiklinge. Selbst Myrana ist verwirrt. Was ist es? Eine Epidemie? Genau das will ich wissen. Einige Dorfbewohner benehmen sich,
Seltsam, seit einiger Zeit. Einige? Sie sind abwesend, schweigsam und reagieren kaum auf das Geschehen um sie herum. Wir haben doch alle einen Schlaf her. Sie sind nur verkatert. Wenn du mehr trinkst, wirst du das verstehen. Könnte sein. Ich denke, dass es hier einige gibt, die den Unterschied kennen. Es ist etwas anderes. Sie scheinen konzentriert, als würden sie uns beobachten. Ich fürchte, es ist eine Art Krankheit, die das ganze Dorf heimsuchen wird. Ja, super. Verstanden. Ich pfeffer ihnen ein paar. Das sollte sie aufwecken. Jawohl, so machen wir das. Göttern. Das hatte ich nicht im Sinn. Aber ich muss zugeben, dass mich das Ergebnis mehr interessiert als die Art der Untersuchung. Nun, das ist meine Methode. Also machen wir es so, wenn du gestattest. Ich helfe dir nicht, weil du den Hauptmann traurig angeguckt hast. Ja, also unserem Praktikanten geht es gut. Das stimmt mich ja schon mal fröhlich. Ist das hier unser Elf? Nee. Wo der abgeblieben ist, weiß ich immer noch nicht. Aber hier rappelt wieder irgendwo ein Schatz. Ich bin immer noch gierig. Da oben war ich noch nie, gucken. Ja. Oh, meine dicke Sweet. Ja, schick. Nehmen wir doch alles mit. Gut. Sonst sehe ich hier nichts von Belang. Okay. Ich fürchte, jetzt müssen wir gleich noch unserem Hauptmann Rede und Antwort stehen. Wahrscheinlich gar nicht passen wird, dass einer unserer großen Auftraggeber jetzt im Dreck liegt und verrottet. Aber nur du isst das Geschäft halt. So. Unsere magische Hexe denn noch da? Ja. So wie ich verstanden habe, verhalten sich einige Leute hier dümmer, als sie es schon vorher getan haben. Anscheinend. Das stimmt. Sie haben mich gebeten, dem nachzugehen. Perfekt, ich komme mit dir. Warte, was versprichst du dir davon? Erzähl mir nicht, dass du gern in meiner Nähe bist. Nun, es ist ein seltenes Erlebnis, einem feueratmenden Soldaten zu folgen. Ein Soldat, der dich aus dem Todesloch geholt hat, in dem du stecktest. Jetzt, wo du es erwähnst, es stimmt, dass du eine gewisse Hitze ausstrahlst. Und außerdem fühle ich mich hier so einsam, umgeben von Hass und Misstrauen. Na klar, als ob ich dir traue. Außerdem kann ich dich besser kennenlernen, wenn ich mit dir komme. Ich muss zugeben, dass ich Bedenken wegen deiner Aufrichtigkeit habe. Deine Versuche, mir zu schmeicheln. Versuche? Haben sie etwa nicht gewirkt? Nee. Was willst du wirklich von mir? Los jetzt hier mal, Butter mal die Fische. Dein Misstrauen verletzt mich. Ich habe dir gesagt, was ich will. Ich bin in einem schmutzigen Dorf voller hasserfüllter und misstrauischer Bauern gefangen, die nicht zögern würden, einen Scheiterhaufen für mich zu errichten, wenn du nicht da wärst. Aha. Wenn ich bei dir bleibe, ist es weniger riskant. Und wer weiß, wenn ich dir helfen kann, akzeptieren sie mich vielleicht. Das klingt ja zumindest teilweise aufrichtig. Okay, dann komm mit. Nun gut. Dann schauen wir mal. Machen wir einmal die große Karte auf. Ah, da war sie doch schon. Ja, ich glaube, wir gehen erstmal direkt zum Hauptmann. Und da geht es doch direkt nicht hier lang. Oh, was ist das denn hier oben noch? Wir wollen ja noch gar nicht überall gucken. Das Dörfchen hier ist immer größer, als man erst denkt. Elfenbeinschiene. Oh, 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 da war doch was drin. Okay. Giftwiderstand. Magiewiderstand ist etwas höher. Nee, ich bleib erstmal bei denen nicht. Okay, auf zum Hauptmann. Ja, interessant, was hier so abgeht. Ich denke mal, dass es um diese Dummköpfe hier geht, die ich ja schon mal angesprochen habe, die ja wirklich so ein bisschen belämmert sind. Keine Reaktion. Du lässt dich nicht gern ablenken, oder? Offensichtlich.
Ja. Ich denke mal, dass das das Verhalten ist, das er meinte. Die sind ja wirklich noch etwas dümmer als der Rest. Okay, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ist sie hier ja auch überfragt damit. Vielleicht ist sie jetzt ja ein bisschen freundlicher zu uns. Du schon wieder. Ich sagte, dass ich viel zu tun habe. Lass mich in Ruhe. Nein, ist immer noch ein Zuckerstück. Gut, was soll's. Den brauchen wir wohl auch nicht reden. Dann machen wir uns erstmal auf zum Hauptmann. Zumindest müssen wir ihm nicht noch berichten, dass unser Praktikant tot ist. Das alleine ist doch schon mal ein kleiner Segen. Moin, Büffel. Die Rüstung sieht ja irgendwie proletisch aus, die ich mir dazu gelegt habe. Aber gut, sei es drum. Hauptsache, sie schützt mich etwas besser. Ein paar Mal dachte ich ja schon, ich liege gleich im Dreck. Ja. Dann drückt mir mal die Daumen, dass er mir nicht den Kopf abreißt. Vulkan! Verdammter Mist! Was hast du mit Eolas angestellt? Ich hab doch gar nichts getan. Ich habe ihn nicht angerührt, Hauptmann. Aber wenn du meine Meinung wissen willst, hat er uns verarscht. Also musstest du ihn töten? Das war unser verdammter Auftraggeber. Konntest du nicht eine Sekunde darüber nachdenken? Ich habe ihn nicht getötet. Es war diese Frau, Edwin. Sie hat ihn getötet. Das wurde mir auch erzählt. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass dieser Idiot von einem Waisen unser Kunde war. Und dein Job war es, ihn zu beschützen. Wenn er versucht hat, uns übers Ohr zu hauen, ist es mein Job, mich darum zu kümmern. Und woher kommt dieses scharfe, halbnackte Teil überhaupt? Sie war seine Gefangene im Sumpf. Es scheint, als brauchte er Informationen von ihr, die sie ihm offensichtlich nicht gegeben hat, da sie noch am Leben ist. Gut. Vielleicht können wir sie gebrauchen. Ich habe bereits mit der rechten Hand von Neolas gesprochen. Scheint, dass er sie genauso hinters Licht geführt hat wie uns alle. Sie sind einverstanden, unseren Vertrag aufrechtzuerhalten. Du musst diese Edwin zum Reden bringen. Ich will wissen, woher sie kommt, wer sie ist und für wen sie arbeitet. Das alles. Und pass auf die roten Weißen auf. Wir wollen nicht nochmal verarscht werden. Verstanden, Hauptmann. Ich kümmere mich drum. Wenn du Falke findest, sag ihm, er soll seinen Hintern hierher bewegen. Ich habe ihn auf eine Aufklärungsmission geschickt und noch nichts von ihm gehört. Oh, stimmt. Glaubst du, Falke ist ihm ist etwas passiert? Nun, es gibt hier keine besonderen Hurenhäuser, also ja, es könnte ihm etwas passiert sein. Ich finde ihn. Hauptmann, hast du etwas von Falke gehört? Versuchst du witzig zu sein? Ich habe dich geschickt, um ihn zu finden. Ja, mein Fehler, mein Fehler. Fest der Dämon dein mickriges Gehirn an. Hätte ja sein können, dass ich ihn schon gefunden habe, ohne es wirklich zu wissen. Manchmal ist das so. Du fragtest, ob die freien Klingen den Dorfbewohnern helfen können. Ist das noch aktuell? Solange wir uns hier aufhalten, klar. Warum? Hast du von den Bewohnern gehört, die sich seltsam verhalten? Die Matsche im Kopf haben? Ja, davon habe ich gehört. Für mich stinkt das zum Himmel. Nimm den dort drüben zum Beispiel, der mich so anstarrt. Wären wir hier nicht gestrandet, würde ich rübergehen und ihm eine Lektion erteilen. Ich habe Büffel gesagt, dass er sie beobachten soll. Wenn sie komisch werden, wissen wir rechtzeitig Bescheid. Ich gehe. Ja, dann reden wir doch mal mit dem Matschkopf hier. Alles in Ordnung? Klopp, klopp. Keiner da? Ich wollte nur, weißt du, höflich sein. Oh, tritt rein. Du musst mir nicht gleich deine Lebensgeschichte erzählen. Da kommt nichts. Bist du verrückt geworden? Seine Lippen bewegen sich nicht. Der Dämon kennt keinen Sarkasmus. Ich will nur mein Gesicht wahren. Ich hasse es, ignoriert zu werden. Ja, so weit, so gut. Ein Auftraggeber weg, eine Hexe dabei. Unserem Praktikanten geht's gut. Unser Waldläufer oder Elf ist immer noch verschollen. Und die Dorfbewohner sind doch matschiger im Kopf, als ich dachte. Ja, wie das hier weitergeht, könnt ihr euch das nächste Mal anschauen.
hier enden wir erstmal wieder mit dieser Folge. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Könnt mir gerne einen Kommentar da lassen. Über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich besonders. Und ansonsten sage ich, haut rein, bis die Nächte.